Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die Steffi hatte in der ersten Folge der Staffel 6 tatsächlich einen sehr guten Run, muss ich sagen. Wir hatten einen sehr guten Start ins Spiel. Aber der Typ hier, der jetzt gerade mit der Hände wackelt da unten, der mit Maus und Tastatur die Steffi steuert, der wurde am Ende leider zu gierig und hat sie damit in die Feuerlinie eines Mechs geführt und dafür gesorgt, dass sie ja jetzt wieder in Scum-Kleidung dasteht. Also der erste Tod war direkt in der ersten Folge. Super gemacht, Tim. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich bin wieder gespawnt, nachdem ich gestorben bin und die Aufnahme beendet habe. Ziemlich nah an der Ziegelei, da wo sie gestorben ist, und will heute versuchen, mir dort nochmal die Taschen etwas voller zu packen, wenn wir hoffentlich Taschen finden. Gehe ich aber schwer von aus, weil der Loot da sehr gut ist. Und ja, dann die Insel weiter erkunden und vielleicht, wenn wir es schaffen, irgendwo eine kleine Hütte zu finden, die wir claimen können und erst ein Schränkchen reinbauen können, etc. Damit wir mit Steffi auch ein schönes Zuhause haben. Ne? Am besten nah am Ufer, da würde ich am meisten Freude mit haben. So, mein blödes Headset-Kabel. So, hängt mir zwischen den Beinen und zappelt immer an mir rum. So, gut. Ansonsten ist heute ein sehr, sehr interessanter, wichtiger Tag für die Community, für den Server, für mich tatsächlich. Denn gestern hat der Graf einen Post gemacht, gestern Abend gegen 0 oder gegen kurz nach 1, ich weiß nicht genau wann, weil ich habe geschlafen, auf der Arbeit. Und ja, der Server bekommt ab heute, also das werden wir heute Abend machen vor dem Stream, heute Abend gibt es den Stream, nutze Information, 100 Slots und wird nochmal für ein Jahr verlängert. Das Ganze kostet einen Haufen Geld, die ersten Donations sind schon reingegangen, habe ich heute Morgen schon gelesen, auf dem Handy kriege ich ja immer eine Nachricht von PayPal und bin wieder mal absolut begeistert, die Community ist hart geil. Wir haben die krasseste Community, die es auf der Erde gibt. Ich glaube, in keinem anderen Game nicht mal YouTuber mit 100.000 Abonnenten hat. So eine geile Community wie wir. Ne? Also ich brauche keine Abonnenten mehr. Nein, die ich jetzt schon habe, ist schon Hammer genug. Gut, da will ich euch gar nicht so weiter volllabern mit dem Kram. Denn wie gesagt, heute Abend gibt es einen Stream, wenn das alles geklappt hat, wie wir uns das gewünscht haben. Wenn also genug Donations reinkommen, sorry, das muss ich leider so sagen, dann wird das alles passieren und wir werden dann schon auf einen 100-Slot-Server spielen und wieder für ein Jahr sorgenfrei, ohne dass irgendwas passieren kann. Herrlich, oder? Ich sage euch dann auch, wie teuer das ist. Ich habe auch einen Screenshot gemacht, alles gemacht, dass ihr die Transparenz auch seht, was für Geld kommt, wohin das fließt, ne? Damit da nicht heißt am Ende, der mogelt oder bescheißt. Nein, nein, das war bei mir noch nie so. Transparenz ist mir da wichtig. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ist auch eine leichte Unterstützung für mich mit dabei. Finde ich sehr gut, weil momentan durch Scheidung, Anwaltskosten und, ich kann euch gar nicht alles erklären, bin ich ziemlich schlecht bei Kasse. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr donieren müsst. Nein, das ist absolut freiwillig. Gut, aber die Community liebt den Server. Das sehe ich. Ich liebe diesen Server auch und freue mich auf jeden Fall auf so viel Support. Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, dann gehe ich jetzt mal auf den Server, nachdem ich alles lobpreist habe und euch erklärt habe, worum es heute geht. Der Stream selber, der wird natürlich wieder im Zeichen vom Live Dangerous Squad stehen, denn die wollen sich was einkassieren, wo sie hausen können. Und durch die neue Version haben wir natürlich viele neue Möglichkeiten und Dinge, mit denen wir Spaß haben können. So, gut, da steht sie, kurze Hose. Wie sagt man kurze Hose? Was für ein Gewehr? Keine Ahnung mehr. Gut, und ist tatsächlich hier unten beim Airdrop. Scheiße, da ist direkt ein Airdrop neben mir. Und ich kann den nicht knacken. Ich kann ja nichts machen. No! Das wär natürlich ein Bonbon vom Alleredelsten gewesen. Ich gehe trotzdem mal gucken. Also wir haben jetzt tatsächlich nichts in der Nähe, ne? Wo wir uns jetzt Loot holen könnten zum Knacken. Wir könnten vielleicht zum Hafen rennen. Ich hoffe, der liegt dann noch eine längere Zeit. Und wow, auf den Server kommen. Und es ist ein Airdrop neben mir. Das gibt's doch gar nicht. Und natürlich noch eine Tasse Kaffee. Na, jetzt haben wir natürlich wirklich gar nichts. Ne? Wir bräuchten ja einen Schraubendreher und einen Dietrich. Viel braucht man da ja nicht. Aber vielleicht wurde er ja schon gelootet. Wir gucken einfach mal. Wir sind ja Bambi. Dürfte nichts passieren. Und wir wissen ja, wie lange er liegen bleibt. Noch ganze 20 Minuten. Noch zu 20 Minuten. Okay, dann rennen wir ganz schnell zum Hafen runter.
besorgen uns Knackwerkzeug und wer weiß, was wir da direkt zum Start finden. Okay, ich schreib mal Huhu rein, damit alle wissen, dass ich da bin. Oh, der letzte Stream, der war echt Bombe. Der hat echt mega Spaß gemacht. Am Sonntag der Stream, wo der Graf noch dazu kam und dann haben wir so ein bisschen Stream-Snipen gemacht. Also man durfte uns jagen. Das war wirklich lustig. Und auch die ganzen Sachen ausprobieren, was mit dem Booten auf sich hat. Die Explosionspfeile, die Armbrust, die automatisch schießt mit der Bohrmaschine. Also wir haben ja eigentlich alles ausprobiert, was so relativ neu ist. Also sehr geil, sehr geil. Einer der schönsten Streams seit langem und ruckzuck waren 4,5 Stunden durch. 4,5 Stunden vor allen Dingen. So. Wow, sehr geschickt. Ich bin sehr athletisch. Oh, da muss ich wieder hochkraxeln gleich, ne? Hier ist gefährlich. Hier gibt es super Loot. Hier gibt es super Hallen. Hier ist aber trotzdem gefährlich, weil Mechs da sind. Und wenn man eine Location noch gar nicht kennt, dann hat man so die Routinen der Mechs auch gar nicht so dick auf dem Schirm. Das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wo die und wann die einsehen. Komm, ja, gut geklettert. Jetzt müssen wir nur eine Ritze finden. Ach, da hast du eine. Ach nee, ist die Steffi. Nein, das war ein Scherz. Und ja, auf der Arbeit habe ich natürlich Kommentare gelesen aus der letzten Folge, dass ich jetzt schon eine neue Freundin habe. Sehr früh hat irgendeiner geschrieben, aber das nicht böse gemeint, eher lachhaft gemeint. Ja, ich war ja mit der Real Steffi, also war ich ja tatsächlich 13 Jahre verheiratet, aber davon könnt ihr euch die letzten 5 Jahre eigentlich, können wir eigentlich vergessen. Also da war nichts mehr wirklich so mit Ehe und Liebe und sowas, ne? Es war nur noch Zweck fürs Kind gewesen und das haben wir eingesehen, ne? Nur als nebenbei Real-Life Information mal, ne? Guck mal, hier könnte doch schon was drin liegen. Fuck, nur eine Bandage. Das ist schon mal mega. Schade. So, dann müssen wir irgendwelche Bürogebäude finden. Aber keine Mechs bitte, nicht zum Anhieb. Ich sag, ich will heute auf jeden Fall nicht sterben. Das wäre so der Plan. Okay, wer plant schon zu sterben, ne? Wir haben 20 Minuten Zeit, bis der Airdrop verschwindet. Den Loot lassen wir hier erstmal noch in Ruhe. Ich glaube, der kommt doch von vorne, der Mächter, ne? Da muss ich aufpassen. Boah, eine riesen Mülltonne. Und ich versuche nicht ganz so viel zu labern. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie gesagt, wird ein interessanter Tag. Oh Gott, was ist das denn für ein Fleck hier oben? Ein schwarzer. Eliminieren. Oh, ich mache ihn größer. Wartet. Ja, Professionalität kennt keine Grenzen bei mir. So, ausgeleuchtet bin ich ja relativ gut. Das funktioniert mit meiner komischen Lampe da unten. Sagt, ich werde mal eine Roomtour machen, wenn die Wohnung mal in Schuss ist. Es ist schwierig, so eine kleine Wohnung in Schuss zu bekommen, sag ich mal ehrlich. Die Türen aufgehen. Wäre nicht schlimmer mit dem Wasser fallen, weil wir können schwimmen. Aber ne, wir sind ja letztes Mal auch durchs Fenster eingestiegen. Alles gut. Wir brauchen ja echt nur Schraubendreher. Aber hier ist schon wieder einer am Looten. Stoffwechsel sagt, oh Gott, das kann ich drauf gucken. Versuchen wir mal leise zu sein, was natürlich jetzt sehr schwer ist. Kein Schloss, nein, das wollen wir ja knacken. Schwierig, schwierig. Ich meine, haben wir direkt einen Bürotrakt gefunden? Das kann nicht mehr gelten. Was? Was? Alter, wie schnell. Du bist doch dick. Hat er mich denn gehört hier beim Looten, ne? Komm, wir haben nicht so viel Zeit. Ach du Scheiße, ich muss dich irgendwo einsperren. So, hier ist ja nicht mal... Hier einsperren. Was hat der andere denn? Das ist auf jeden Fall eingeschaut. Oh, hier ist alles voll mit Zombies. Die hängt da Gott sei Dank fest. Ich bin ja mini-waffenlos. Oder einer wird noch da sein. Okay, weil hier ein Spieler ist, sind auch wahrscheinlich so viele Zombies direkt da, ne? So, ich brauche... Das brauche ich auch nicht, Mann.
Scheiß auf den Apfel. Gerade andere Sorgen. Der eine hat Ärger mit dem Mech. Ich versuche mein Glück. Ich gehe einfach mal spazieren. Hoffe, die hat mich schon vergessen da unten. Und hier werde ich höchstwahrscheinlich keine Schrauben drin finden. Frage ist, kann man wohl durch die Glasscheiben schießen? Also wir können es mit dem Mechs ausprobieren, aber wir lassen das mal lieber. Da wo ich den jetzt eingesperrt habe, den blöden Mech. Mech sei schon. Zombie ist noch. Wo ist der? Wo ist der? Kann nicht sein, dass er mich meinte, oder? Da rennt der Spieler, da hinten. Der Zombie ist das. Da rennt er lang. Okay, ich würde gerne in dem Bürogebäude gehen, wo es der eine noch ist. Da ging darum. Da müssen wir den da irgendwie rauslotsen. Ich weiß, ich bin verletzt. Euer Verhalten ist relativ komisch, Zombies. Jetzt habe ich Angst. Zu viel los. Ja, kommt hierher. Oh, ich bin nicht in der. Oh nein! Wow! Oh. Da fängt er wieder super an. Das fängt ja super an. Dann machen wir mal einen Sektor-Spawn und versuchen irgendwie anders an diesen. Ach, das war wieder zu schnell. Aber jetzt haben sie mich eingekesselt gehabt. Da konnte ich nichts tun. Spieler in der Nähe und alles. Zweiter Tod für Steffi in der zweiten Folge. Schneller kann es gar nicht mehr gehen. Perfekt, oder? Ne, das ist ein Bunker. Das ist ein doofer Bunker. Ich sehe die Mechs einfach nie, wo die sind. Deswegen flitze ich jetzt mal wie ein Blöden hier rein. Da ist er. Kann man sich hier drin verstecken, die im Leben. Das war erstmal Glück. Hier liegt doch schon einer schlafend drin, oder? Okay. Das war jetzt einfach zu schnell und zu verrückt, was er da jetzt getrieben hat. Passiert. Der Start ins Camp ist halt schwer, wenn man direkt in schweren Locations geht. Das sollte nur als Beispiel dienen, wie man es nicht machen soll, ne? Aber der Airdrop, der müsste noch so an die 14, 15 Minuten haben. Fuck, ey. Gib nochmal ein Messer, das wäre noch was. Warte, ich nochmal eine Schrotflinte. Wunderbar. Die sind besser. 32. Beide gleich scheiße. Gehe nicht ohne eine Melee-Waffe in so ein scheiß Gebäude. Das war die Lektion. Aber jetzt läuft's. Wir sind ja erst bei 13 Minuten. Ich sag, das Ziel ist ja eigentlich. Sehr gute Condition. Das Ziel ist ja eigentlich eher eine Wohnung zu finden. Wo wir uns dann so langsam aber sicher erstmal wieder provisorisch was bauen. Vielleicht findet man auch richtig eine geile Wohnung hier, man weiß es nicht. So, der Mächte müsste es links von mir sein. Mehr wollte ich jetzt auch nicht wagen. War ein Bürokomplex. Wir müssen aber wagen. Da kommt. Ja, wir müssen ja. Wir brauchen einen Schraubenzieher und wir brauchen ein Knackwerkzeug. Das hat höchste Priorität. Krass, dass er mich so nicht sieht. Nur weil eine Tür im Weg ist, ne? Scheiß Fenster. Mist. Eine Gaslaterne, wunderbar. Wollte schon immer haben. Eine Bremsscheibe und das war's hier, ne?
Ja, die ist schon ziemlich im Arsch. Ich müsste jetzt eigentlich wiederkommen. Könnten wir denn da noch hin? Was haben wir denn da noch? Die Halle. Natürlich haben wir noch einen ganzen Bunkereingang, aber das ist jetzt wirklich zu tricky. Ich würde wirklich sehr, sehr gerne an den Airdrop dran, der da war. Alter, der ist aber jetzt weit. Ich muss ein hochmoderner Roboter merken. Nicht, dass da plötzlich eine Tür auf ist. Scheiße, falsche Seite. Wo denn? Wo ist der? Wo, ey, sind die unsichtbar geworden? Wo ist er denn? Gut, noch ein Tod darf ich nicht tolerieren. Der ist hier drin, ne? Ich bin auch gar nicht da gewesen, mich. Aber geil zum Ablenken, ne? Aber der guckt direkt wieder zum Bunkereingang, der Halunke. Oh, da hinten die Halle sieht interessant aus. Ich denke, der ist hier im Gebäude, ne? Da hinten ist der andere. Eine weitere Armbrust. Also Knackwerkzeug, halb gefunden. Ich glaube, der ist im Bunker drin. Ein Zombie habe ich nicht auf dem Schirm, der könnte vorm Eingang stehen oder dahinter. Also Mech dürfte mich hier jetzt nicht sehen. Der ist auch ziemlich sauer, der wird sofort ballern und mich töten, wenn er mich sieht. Er geht relativ weit nach hinten. Na, guck mal, die drehen sich so schnell hier. Aber ich glaube, da in den Bunker kommst du locker rein. Das interessiert mich jetzt da wegen. Knacki-Knack-Werkzeug. Wo man fast sogar in den Bunker wirklich leicht reinkommt, wa? So. Jetzt die Konzentration. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, das zählt nicht. Bin müde. Oh, so eine riesen Mülltonne und ein so ein Bindfaden drin. Ich blute jetzt nicht mehr, das hat sich ja erledigt. Ja, eine Kettensäge. Nylon. Ich habe eine Angelschnur gefunden. Das erste Mal was zum Angeln gefunden. Kettensäge ist noch nicht so wichtig. Noch mehr Angelschnur. Rechnet man ja gar nicht jetzt mit, ehrlich gesagt. Was, sind sie komplett verschwunden? Hallo? Ich glaube, das ist das Angelzeug. Da ist er. Das ist die dickste Schnur, die gibt. Schraubenzieher, das ist das, was wir brauchen. Zwei Versuche. Mann, Zangen und Seile, ja. Da oben habe ich auch noch nicht reingeäugelt. Doch, habe ich schon. Ich glaube, hier sind wir durch, ne? Gar nicht weiß, wo der ist. Ein ganz böser, sage ich euch. Ein ganz böser. So. Da haben wir schon reingeguckt, oder? Haben wir da schon? Da ist ja eigentlich nicht viel zu gucken. Scheiß auf die Banane, Mann. Was ist hier nochmal interessant? Das ist eine sehr interessante Ecke.
sind ja immer nur Paletten. Schwer einzuschätzen, wie der Mechi einen sieht, ne? Der Airdrop ist jetzt doch relativ weit weg und er hatte gerade nur noch 20 Minutes. Das ist nicht viel. Da läuft er weg. Was ist denn hier mit den Armbrüsten los? Nein. Okay, ich muss ja wieder weg. Das ist der Eingang. Oh, jetzt bin ich Zwiespalt. Ob ich jetzt da rein soll oder zum Airdrop? Boah, der ist echt lange weg, der Mech, ne? Ich sag, mit zwei so einer Dinger, da werde ich jetzt nicht viel reißen können. Einfach du hier reinkommst, mal ohne Witz. Da, da läuft ja wirklich eine halbe Ewigkeit nach hinten weg. Muss man auf den da oben aufpassen. Jetzt findet man ja Gott sei Dank in Bunkeranlagen auch Schraubenzieher und sowas, ne? Aber jetzt nicht übereilen, nicht überhasten. Der ist lange unterwegs. Ist relativ lange unterwegs, hat man seine Ruhe. Da ist auch der Zombie, der die ganze Zeit Krach gemacht hat. Boah, ist das dunkel hier drin. Wir mal Schuss los. Das ist doch noch ein dicker Scheiße. Aber der ist ja lahm. Die Zeit, die nehmen wir uns. Boah. Fliegt die Spucke weg. Wenn meine Schuhpatronen nicht schon beim ersten Zombie aufbrauchen. Schwer zu erkennen hier, ey. Komm mal, noch schlechter zu erkennen am Flackerlicht. Mein Gott, hält er was aus. Ich will doch nun zu Hause. Boah. Ey, wir schlagen schon mit einer Waffe sozusagen. Aber hau einmal tausendmal vor so eine gepanzerten Rüstung, ist ja klar, ne? Das interessiert ihn doch nicht so dolle. Aber irgendwann wird er schon umfallen. Mach ich wenigstens Ruhmpunkte damit? Wir sehen kaum. Ich hoffe, der Rest des Mukas ist etwas heller. Ach, gib damit einmal um. Boah, ist das ein Kacklicht hier. Komm unter die Laterne, mein Dicker. Eines Tages werd ich dich töten. Aua, jetzt hat er mich natürlich nochmal getroffen. Ja, klar. Hat er mich noch erwischt, ey. Will ich haben. Huhu, was denn? Was macht die Steffi-Buchse? Ach so, ja. Die, wir haben ja eine Originale, die ist ja schon lange gestorben. Was ist das Finster hier drin? Ich würde auch Kleidung nehmen, tatsächlich jetzt sehr gerne. Egal welche Art von Hosen. Ja. Halb voll machen, egal. Bringt dir nur nichts. Also das ist mit den Bunkern haben sie auch verändert, definitiv. Die sind wesentlich dunkler. Ich mach die schon mal voll, falls wir was finden, was wir brauchen können. Angelschnur lege ich mal an der Seite. Ist man jetzt direkt gierig drauf auf so eine doofe Angelschnur. Das, ich weiß nicht, ob das dicke sind oder
Ich weiß es nicht, aber so ein Messer ist wahrscheinlich eine bessere Mini-Waffe als ein Gewehrkolben. Ich sehe ihn da hinten rumstolzieren. Oh, lecker Gulasch. Toiletten. Da ist kein gepanzerter Korb. Boah, hat er mich looten gehört. Oh, ein M16-Magazin. Habe ich das Messer in der Hand? Schläg ich mal doch schneller mit. Trifft nur nicht. Das Nahkampftraining zahlt sich aus. Hier haben wir noch einen Hut, den können wir zerlegen. Die Kleidung von denen anzuziehen wird nichts bringen, weil die einfach zu schrottig ist. Aber wir kriegen HP dazu, also so schwer verletzt waren wir scheinbar nicht. Was für ein Glück. Okay, dann ist es heute der Bunker. Leider, der Airdrop, der hat mich zu doll getriggert. Das war meine Schuld. Aber Kleidung findet man ja auch schön beleuchtet hier. Relativ oft auf WCs. Oder Rucksäcke. Wird mir nicht viel bringen, der hat nicht viel mehr Slots, ne? Auf einen. Mist. Messer. Wo ist das Messer hin? Also auf dem Boden gelegt beim Zerlegen. Passt natürlich nicht auf einen Slot. Trau mich nicht zu ballern hier, weil. Also man sieht gar nichts, ey. Boah, geil. Jetzt kommen mal die interessanten Räumlichkeiten. Eine Mine. Ja, hier so ein bisschen Schutz. Ja, mit den Lexer-Mechs werden die Spieler das Spiel nie klarkommen, glaube ich. Ich sehe den Zombie gar nicht, der da rumbrüllt. Das ist bestimmt über mir. Auf jeden Fall keiner drin. Boah, ist das finster geworden hier, ey. Bin ich ja fast froh. Fast froh, dass ich ein Messer habe. Und eine Schrotflinte. Und man sieht nämlich gar nichts. Welche Tür ist das denn hier? Ist nicht ein Anknopf für Licht hier oder so? Aber siehst du total viel. Kann ich noch ein paar Schuss reinmachen eigentlich? Kleidung. Kleidung wäre jetzt wirklich wichtig. Boah, ich erkenne nix. Vier Schraubenzieher haben wir jetzt, also vier Möglichkeiten. So. Pinkeln sind auch immer cool, aber hier, das ist auch was durchsuchen. Ich muss gerade so dringend pinkeln wegen dem Kaffee jetzt, ey. Oh, es tut mir so leid. Nur Gedöns. Komm hier lebend raus. Ich komm hier lebend raus. Komm mal, was wolle. So, ich muss einmal kurz Pipi machen, dafür mache ich aber die Tür zu. Bin sofort wieder da. Sorry. Stuhl TV. Von meinem hochqualitativen 16-Euro-Stuhl. Da seht ihr die Lehne.
aufpassen, dass wir nicht mit offener Hose vor der Kamera rumlaufen. Ne? Sorry dafür, für die kurze Pause. Aber ich hasse Pissen. Ist aber wirklich finster, ne? Aber es gibt ja Taschenlampen. Ich habe die ganze Zeit Angst wegen den scheiß Zombies, die da oben zu hören sind. Also Dietrich-Herstellung ist echt kein Problem, aber Schraubenzieher, ne? Boah, ist das schön hell. Tut richtig gut. Oh, schön. Kann man immer gebrauchen. Okay, ganz schön viele Haarklammern für so ein Büro. In so eine Bunkeranlage. Ich muss ja nur eine schicke Amori finden. Erste Mal in einem Bunker im neuen Bereich, ne? Das ist auch schon spannend. Ich würde gerne die 5 Schlösser mitnehmen für so ein Billigschloss. Aber ihr seht, wo das Problem liegt. Aber hier können Kleidung sein, ne? Ah, fuck. So, mal gucken, was uns hinter der Tür erwartet. Drück mir die Daumen. Noch eine Tür. Noch 2 Türen. Alter, was ist das für ein Bunker? Ich lass die mal offen. Bin mal so frei. Seit wann kann man denn da Sachen reinlegen, außer Pistolen? Locked. Ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir haben so wenig Versuche. Achso, jetzt habe ich Munition ausgepackt. So. Ich denke, wir werden doch hier ein paar Dietriche finden, oder? Eine AK. Wisst ihr was? Wir tauschen AK aus gegen die Armbrust. Das ist aber die. Oh, das muss gerade die sein. Ist ja klar, ne? Ich erkenne nicht, was. Was ist hier? Das ist mit am Badezimmer. Handschuhe, eine goldene. Tabletten scheint sie nicht zu scheitern. Ich habe Angst wegen Störung, weil die Waffe schon so defekt ist. Eine weiße Regenjacke. Ja, immerhin, komm. Gibt Slots. Ist halt nicht wirklich auffällig, unauffällig. Gar nichts. Muss man jetzt zwangsläufig mit einem Nachtsehgerät da rein? War mir nicht bewusst. Fluppen. Komm, habt doch mal einen Schraubenzieher hier drin, Menace, ey. Was ist los mit euch? Die Amoris finden. Ich weiß ja, der Bunker vielleicht noch ein paar Bonbons hat. Aber den Ausgang, der jetzt mal wieder finden. Heide Witzka. Hm, boah, jetzt hat direkt. Kannst du wieder so ein Mini-Schloss bauen, ne? So ein Billigteil. Schlösser sind wirklich Mangelware hier. Eine Dittriche. Also die Stimmung ist mega geworden, Leute. Das ist ja vom Wetter, von der Dunkelheit. Und noch eine kleine Spende, 5 Euro. Dankeschön an den lieben Carsten, aber ich nenne natürlich den Nachnamen nicht.
Auf PayPal stehen immer die echten Namen. Aber hier erkenne ich tatsächlich gerade mal nichts. Du hast dann so ab und zu mal eine rote Lampe da, ey. Jetzt, der Mech macht Licht hier unten. Das ist ja ulkig. Also da ist zu, oder? Ja. Manchmal beleuchtet uns das Mechlein. Das haben wir, glaube ich, selber zugemacht. Okay, dann geht's mal wieder rückwärts. Marsch, marsch! Und die Tür. Mach ich die hier wieder zu? Für die Orientierung. Dachte, da steht ein Zombie. Ist halt wesentlich realistischer, dass es hier dunkel ist, ne? Hat nicht geschossen. Schieß wer nicht. Ich hoffe, da komme ich noch mehr. So ein ewiger Kampf wäre jetzt sinnlos gewesen. 50 Money. Hier ist eh noch Platz. Alle ganz wild gemacht da unten. Da oben. Na, Gott sei Dank. Hä? Warum habe ich das denn eingesteckt? Messer ist weg. Toll. Shirt habe ich ein anderes an, obwohl militärisch. Ne, doch, genauso viel ist das, ist dann wurscht. Keine Slots. Ist noch nicht so wichtig tatsächlich. Naja. Also die Ausbeute ist eher lahm. Ich ziehe das mal an, damit wir es gleich zerlegen können. Und da ist die Treppe nach oben, aha. Oh, Essen. Wir haben sowieso zu wenig gegessen, ne? Nein, oh Gott. Fang nicht gut an mit meinen Kilokalorien. Gar nicht gut. Oh, danke, Mech. Kannst du nicht für immer mir hier hingucken? Also groß war der Bunker gar nicht, aber ich habe auch keine Emery gesehen. Bestimmt noch eine Ecke übersehen, weil sie finster ist. Sehr schön. Wird mir noch nicht viel bringen momentan. Also, ist scheiße, da, einfach so im Bunker gehen, ne? Ist ja helllichter Tag draußen. Erkennst du gar... Okay, das war da, wo wir zugemacht haben. Gibt's denn... Ach ja, da gab's ja noch einen Gang, ne? Schon so einige Gänge tatsächlich. Der Gang war das. Ein seltsamer Gang. Dunkel wie ein Bärenarsch. Die sind da so nett. Ah ja, guck mal, hier haben wir schon mal die Fressräume. Die Lagerräume für alles Mögliche. Ja, Wasser dürfte ja auch fehlen. Das ist auf der anderen Seite bestimmt die Amoris. Die sind ja viel wichtiger. Die Amoris. Ganz schnell um zwecks der Tarnung. Wechseln wir den mal. Oh nein. Hä? Ja, also Essen ist nicht ihr Problem aktuell. Auch Schrauben nicht und so. Und Akkus. Und Blei. Und alles andere hier. Vorratslager kann man das nennen eigentlich, ne? Da kriegst du halt Vorrat. Okay, ich hab
jetzt auf einmal Militär-T-Shirt an. Das wundert mich. Warum? Wo ist denn das andere hin? Das lohnt sich nicht zu tauschen. Naja. Hier war nichts drin. Quatsch mit zur Hose. Da habe ich nämlich schnell geklickt, ohne was zu merken wieder. Und fast meine Schraubenzieher verbummelt, ey. Ich will nichts wegwerfen. Scheiße. Zwei Schuss, okay, komm. Ich werde es überleben. Es geht halt um das Knickknack-Werkzeug, ne? Geht's denn hier lang? Oh Gott, ist noch ein Gang. Brauche ich nicht noch mehr eigentlich? Aber wir können die Hose tauschen. Guckt euch mal den Unterschied an. Modisch nicht allzu doll. Der Boden oder der Bunker, der muss so 10 cm dick sein, so laut wie wir die hören, ne? Hab er jetzt ein paar Schraubendreher, ist ja eigentlich ganz cool. 2, 5, 6, 9 Versuche zu knacken. So viele werden wir hier wahrscheinlich auch gar nicht brauchen. Okay, die sind definitiv über uns. Was reparieren, wenn wir gleich noch was finden am Seil. Benzinkanister in Karton? Skurril. Das ist ja eigentlich ganz angenehm, dass du im Bunker tatsächlich auch das Knackwerkzeug so findest, ne? Okay. Wind draußen. Das Wetter hat sich verschlechtert. Okay, der interessiert mich jetzt nicht mehr, der Raum. Der Rest, den haben wir alles. Nehmen wir mal den Gang zurück. Nehmen wir lieber die Schrotflinte in die Hand. Erkennen so gut wie nix. Und der Gang ging ja hier noch lang. Ich habe ein super Headset auf, ne, vom Razer, aber ich kann nicht ordnen, ob das oben oder unten ist, das Geräusch. Sauber. Oh, Schein. Da kommt nochmal eine Tür. Oh ja, mich. Er macht Licht. Egal, Slot sparen, so gut wie geht. 50er. Was war das? Improvised Handgun. Okay. Will ich aber nicht. Die Waffen sind ja lächerlich. Taktische Jacke. Naja, jetzt geht's langsam wieder aufwärts. Die geht nicht auf. Das war noch ein Blindtunnel dann. Ist da noch irgendwas? Ich erkenne das nicht. Kein einziger Amori-Raum? Oder sehe ich die einfach noch nicht, weil ich ein Blindfisch bin? Da waren wir drin. Oh, schönes Licht. Dass das so eine Auswirkung von draußen auf einen hat, ne? Ja, scheiße, der wird mir auch der Ärger machen, wenn ich rauskomme. Und da ist ein Zombie, shit.
Den knall ich weg. Ihr habt da bestimmt die Hälfte übersehen hier drin, ey. Das gefällt euch da oben nicht, ne? Toilette? Haben wir schon geguckt. So. Hier kamen wir ja her. Da geht's nach draußen. Das ist schon mal klalalala. Ne, hier habe ich natürlich schon geguckt. Uno Seconds, weil da waren ja noch ganz viele Schlösser am rumfliegen. So dass ich mir vielleicht zwei Billigschlösser bauen kann. Kein einziges Schloss. Irritiert ganz schön, ne? Dass sie da. Oh, da war noch eine Tür. Wo sind denn die Schlösser plötzlich alle hin? So extra so schön daneben gelegt. Hier ist noch ein Gang, den ich übersehen habe. Das könnte der Armory-Gang sein. Aber es sind tatsächlich nur die Dinger hier. Wow. Ach nee, ey. Störung, Störung, ey. Geht nicht, kann ich schießen. Schießen. Das hat sie fertig geladen. Oh, der macht mich platt. Kam denn jetzt wieder auf einmal her? Sie, ja, diese Waffe ist einfach sowas schon kaputt. Scheißen Dreck. Das ist Gott sei Dank lahm. Und wieder nicht geschossen. Und wieder nicht geschossen. Enemy down. Leck mich doch am Arsch. Da gehen die Socken schon wieder flöten. Aber hier ist auch noch ein Gang. Hä, wieso liegt eine taktische Jacke da jetzt eine kaputte? Mein Kaffee, ich brauche jetzt Kaffee. Und wenn es jetzt noch schwarz-weiß wird, dann haben wir den Salat. Ah, hier waren wir auch schon dran, okay. Scheiße. Jetzt verlaufen hier? Ach ja, ich wollte wegen den ganzen Schlössern zurück, ne? Scheiße. Ach, sind wir am Ende sogar. Ja, wo kam der Zombie denn da plötzlich her? Der ist doch dann da gespawnt, oder? Blöde ranzige Schrotze, ey. Kostet mir fast mein Leben. Search, genau. Da sind wir lang gegangen. Also ohne Nachtsichtgerät brauchst du da gar nicht reingehen, ey. 1, 2, 3, 5. Ich will wenigstens 10 Stück machen. Irgendwo war nur eins da. Was, zu schwer? Ein Schlüssel noch da rein? Ganz schön schlappig. So, war ich hier zu faul zum Gucken, ja? Man packt das nach unten da rein. Das passt doch wieder, hä? Alter. Drauf jetzt mit dem rauswerfen, Kack. 8. 9. So, dass wir klar zwei hässliche Schlösser machen können. Ja. Raus jetzt hier.
Wie gesagt, an dem Mech kommt man, denke ich mal, ganz gut vorbei. Da kamen wir doch her, oder? Jetzt bin ich überfordert. Oh, dahinter ist ja auch noch was. Ja, Metallschrott endlich. Tschüss. Dicht. Also ich wusste nicht, dass sie so dunkel sind, ehrlich. So, Ausgang. Wo hast du dich versteckt vor mir? Müsste die Richtung sein. Jetzt habe ich ja alle Türen wieder offen. Einfach durch. Einfach durchstolziert, oder? Ja. Wir lassen mal schöner drin. Noch ein Brecheisen nachher rum. Für den Not wäre es gut gewesen. Dann warten wir mal brav, ne, mit unseren 40 HP. Da kommt er anmarschiert, der dicke Brummer. Wow, schon wieder eine Donation. 5 Euro, dankeschön. Oh, dankeschön, Jense, 50. Irre. So, ich bin leise. Und flitz rechts weg. Ich hoffe, oben ist der Mech nicht. Das kann ich rennen. Und ich sehe ein Loch. Okay, wir laufen in nördliche Richtung nach oben. Wird nicht viel bringen, oder? Wir haben da eine kleine, schöne Ecke, wo man da ein Zuhause finden könnte. Das wird ein Hafen sein, ein kleiner. Hier werden wir keins finden. Das ist aber auch die Location. Das ist ja nichts um die Ecke, ne? Aber wir versuchen unser Glück da. Damit wir Loot sammeln können, ne? Und von da aus müssen wir uns dann eine richtige Wohnung erkunden. Ist ja nicht weit bis zu diesem krassen Superhafen. So. Oh. Alle. Den kleinen Flitzer. Hätte ich keine Schnitte gehabt. Oh, getroffen. Im Liegen. Keine Zeit mehr, komm, Zombie. Genau, leg dich hin. Keine Schrotgewehr-Munition mehr. Ich dachte, wir haben Buschmann, aber das kannst du eh nicht gut reparieren. Augen über Augen. So, wir gehen einfach die Straße lang, dann wird schon kommen, das, was wir suchen. Da wird kein Gebäude sein, glaube ich. Das ist das Problem. Oh ne, ich dachte, da wäre eine kleine Insel da, wo wir gerade hingucken. Gucken ja direkt Richtung Norden. Also, der Bunkereingang ist der geilste, den ich bis jetzt hatte. Ey, super, da kam mir überhaupt nichts. Kam gar kein Mech. Also der kommt, aber der geht so weit weg, da, dass das ein leichtes Spiel ist, sogar für Timmy und Steffi. Da, das sind alles Bunkeranlagen, es ist echt knallehart hier, ne? Ausgelutschte Steffi. Ist die Farbe gut von der Facecam? Dann sehe ich immer so grau aus.
kann auch nicht mehr so weit sein. Da unten. Ich würde mir ja so einen kleinen Hafen mieten, ne? So ein Provisorium wäre da cool. Aber da bräuchte ich halt auch eine Tür. Da ist ein Gebäude. Oh, das ist ein Supermarkt. Nee, Quatsch. Doch. Das ist eine Tankstelle. Die kannst du nicht claimen. Dahinter vielleicht noch ein Häuschen. Scheiße, wir haben einen Supermarkt gefunden. Das reicht nicht. Warum guck ich da jetzt rein? Ich brauch doch gar nichts. Jetzt claim ich. Als Haus. Das wird so richtig typisch stimmen, weißt du? Die gehen ja nicht. Den Supermarkt kannst du nicht behalten. Noch ein Schloss brauche ich auch nicht. Scheiße, findest du eine Tankstelle? Das gibt's doch gar nicht. Oh nein. Survival! Oh, schöne Farbe, wer kriegt auf einen Schlag 50 HP wieder hier. Die Belohnung durch den Kill. Okay, das ist alles Mist hier. Hier gibt's nichts, hier gibt's nichts zu wohnen. Kann man die Umwelt denken? So. Kann man seine Bötchen dann schön voll machen, ne? Wenn Wasser fällt, wird er klettern. Aber es ist tatsächlich nichts wirklich zum Claim hier. Das Haus. Ist das Ding da auch nicht? Du kannst hier halt nur wunderschön pausieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Scum. Hier war eine wunderschöne Location. Eine wunderschöne zum Relaxen und zu fahren. Bis zur nächsten Folge.